Janeiro ist natürlich ein wunderbarer Austragungsort auch für Olympische Spiele. Wie sieht der Weg aus? Also eine Kurzbeschreibung ist halt WM Barcelona, EM Berlin, WM in Russland und dann Olympische Spiele in Rio. Ich fange im Sommer noch ein Masterstudium an, weil sich das ganz gut verbinden lässt, weil ich ein Freund davon bin, Körper und Geist zu trainieren. Das wird 2 Jahre dauern und dann kann ich mich halt nochmal voll auf Olympia vorbereiten. Das Wichtigste ist an der Stelle einfach, dass man gesund bleibt, dass man weiterhin den Spaß behält. Wie wird die Zusammenarbeit dann aussehen? Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen den Langstrecken und den Kurzstrecken. Ich denke, wenn man 400 Meter Brust schwimmt, mit den derzeitigen Einschränkungen, kann man nicht allzu viel aus dem Material herausholen. Aber Britta oder George Bovell, und auf dieses Segment konzentrieren wir uns ja, schwimmen 50 Meter Freestyle oder 100 Meter Freestyle. Und hier geht es um Hundertstel Sekunden. Da geht es um Beschichtungen, da geht es um Kompression und vieles andere mehr. Und häufig ist das sogar sehr individuell auf den Athleten abgestimmt. Also es gibt hier keine Patentrezepte, es ist viel Arbeit im Detail, viel Testen, viel Tuning, ja. Wie auch beim Alpinski. Schauen Sie, der Abfahrtsski ist in weiten Bereichen auch unverändert die letzten 10 bis 20 Jahre und alles wird individuell auf die Athleten abgestimmt und auf einmal passt es dann. Also die Kombination aus Athlet und Material macht es immer. Es ist dann schon ein schwieriges Unterfangen, den Anzug so zu gestalten, dass der Athlet noch hineinkommt, eine maximale Kompression entsteht und auch keine Lufteinschlüsse hier sind durch die Rückenform des Athleten. Aber ich denke, es ist uns ganz gut gelungen. Meine Pläne sehen so aus, dass ich mich im Moment aufs Schwimmen konzentriere und dass die Deutsche Meisterschaft Ende April stattfindet. Da kann man sich für die Weltmeisterschaften in Barcelona qualifizieren, die dann im August stattfinden. Das ist so der kurzfristige Plan. Ich bin gestern bei der Bundesliga mitgeschwommen und konnte den Anzug zum ersten Mal testen. Bin für mich eine sehr, sehr gute Zeit geschwommen. Für den Zeitpunkt jetzt ist es sehr erfreulich und ich hoffe, dass es weiterhin eine Entwicklung geben wird und dass man in Barcelona auch wieder überzeugen kann. Im Moment bin ich bei einer 54. Das ist ganz gut für die 100 Meter, aber eine Sekunde muss schon noch drin sein und dann hat man auch die Chance, wieder eine Medaille zu gewinnen. Die Materialschacht 2009 sorgte für sehr viel Furore. Das war ziemlich gut für den Schwimmsport. Es wurde dann sehr zurückgestuft. Das heißt, wir dürfen nur noch in Textil schwimmen und auch nur noch mit kurzen Beinen. Das heißt, über dem Knie ist Schluss mit dem Anzug. Wir haben immer noch die Möglichkeit, viel mit der Kompression zu arbeiten, was den ganzen Stoffwechsel anregt und natürlich auch durch die Durchblutung wird man auch besser versorgt. Daran kann man noch viel tun. Aber wir werden sehen, was man noch so machen kann. Wie schwierig ist es denn, in diese Anzüge hineinzugelangen, ohne Reißverschluss, ohne alles? Naja, das geht eigentlich. Also man ist dran gewöhnt. Für die meisten bedeutet das so 5-6 Minuten anziehen vorher. Das macht man so 20 Minuten vor dem Wettkampf. Und das ist dann wirklich Gewohnheitssache, so wie eben das Tragen von Kompressionsstrümpfen auf Flügen. Das ist ja auch bei den Hochspringern so, dass die Kompressionsstrümpfe tragen dürfen. Und ich glaube, das ist ganz legitim. Es gibt viele Sportarten, in denen der Kompressionseffekt genutzt wird und ich glaube, dass das auch in Ordnung so ist. Für die Triathleten ist es natürlich noch viel wichtiger, dass das alles ordentlich passt, denn die haben durch ihre Wechsel natürlich auch schnell wieder das Material zu wechseln. Aber ich bin Schwimmerin und ich habe ein Rennen zu schwimmen, von daher ist es nicht so schwierig. Ich glaube, dass das jeder versucht, sich für die nächsten Olympischen Spiele gut zu rüsten und ich denke, dass ich einen super Partner habe und dass das gut aussehen kann. Und recht herzlichen Dank. Sehr gerne. Möchte ich kurz einleiten, wie Hate überhaupt zum Schwimmern gekommen ist. Wie viele vielleicht nicht wissen, besitzt Hate ein drittes Standbein, den Wassersport. Und seit 40 Jahren die Tauchsportfirma Mares, die auch Marktführer in Deutschland ist. Die hat den Stützpunkt in Italien und vor 4 Jahren bereits haben wir den Beschluss gefasst, unsere Kompetenz im Wassersport auszubauen, vom Tauchen in den Schwimmsport zu wechseln, was sehr naheliegend ist, denn Tauchen hat Eyewear und Schwimmen hat Eyewear. Tauchen hat elastische Bekleidung, Neopren und auch Triathlon-Anzüge, was man auch im Schwimmen braucht. Das heißt, die Wassersportkompetenz war schon da. Ja, wir sind natürlich froh, Britta jetzt an Bord zu haben. Wir werden mit ihr weiter diesen Anzug entwickeln und wünschen ihr alles Gute auf ihrem weiteren sportlichen Weg.